Rainer Mayrhofer, ich darf dich also hier begrüßen zu der virtuellen Buchpräsentation. Doch die Menschen liebe ich über alles, Rosa Jochmann, eine Biografie in Briefen. 676 Seiten, ein gewaltiges Kompendium sozusagen. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, dieses Werk zu verfassen? Ja, André, die Rosa Jochmann, die ich seit den 70er Jahren auch persönlich gut kannte, hat sich einmal in meinem Briefwechsel mit ihr, also nicht nur einmal, öfter hat sie also den Wunsch geäußert, wenn sie einmal nicht mehr ist, dass ich mich um ihren Nachlass kümmern sollte. Das haben wir dann auch getan. Ich habe den Nachlass aufgearbeitet und in den Verein der Geschichte der Arbeiterbewegung geordnet, gebracht. Während meiner beruflichen Zeit in der Wiener Zeitung hatte ich aber nicht wirklich die Zeit, also eine Biografie zu schreiben. Und ich habe das immer aufgeschoben für die Zeit meiner Pension. Da kam mir aber dann die Veronika Brunner, die auch ein sehr schönes Buch über die Rosa geschrieben hat, eine Dissertation, kam mir da dazwischen. Wir haben auch sehr viel Kontakt gemeinsam gehabt. Und die Veronika Brunner hat also ihren Schwerpunkt gelegt auf das Frauenthema. Frauennetzwerke und so. Und mir fiel auf, dass also die wunderschönen Briefe aus dem Nachlass der Rosa Jochmann nur teilweise also verwertet wurden. Und da kam einmal in einem Gespräch mit dem Manfred Matzka und dem Wolfgang Matadana, haben also das besprochen, der Manfred hat gesagt, das mach doch du was. Und so habe ich mich damals mit den SPÖ-Frauen zusammengesetzt. Dann ist natürlich also die Ibiza-Affäre dazwischen gekommen, es hat sich alles dann verschoben, aber so ist das Buch entstanden. Und es sind ja eigentlich nicht alle Briefe, denn Rosa Jochmann hat ja leider einen Teil der Briefe, wie man weiß, ja auch im Zorn einmal vernichtet. Ja. Nein, das waren nicht die Briefe, das waren Erinnerungen. Ja. Und dieser Briefverkehr, wie ist der inhaltlich geordnet? Ja, ich habe mich also ein bisschen versucht, also das zeitlich und thematisch einzugrenzen und beziehungsweise zeitlich und thematisch eben dann Dinge auszuführen. Rosa Jochmann muss ja zigtausende Briefe geschrieben haben, allein also was man den Adressenverzeichnissen aus ihrem Nachlass kennt, hat sie mit der ganzen Welt korrespondiert. Es kommt auch in den Briefen immer wieder vor, dass sie also mit Hunderten von Überlebenden der Konzentrationslager sich geschrieben hat. Und es ist nur ein Teil davon erhalten, weil die Rosa Jochmann in einer kleinen Wohnung auch gar nicht alles aufbehalten konnte. Mhm. Und ich weiß zum Beispiel, dass von den Briefen, die ich hier geschrieben habe, habe ich glaube ich nur zwei oder drei gefunden. Mhm. Und wenn ich mir das ein bisschen so durchblättere, Rosa Jochmann war ja im letzten Parteivorstand 1933 noch vertreten. Es sind so also Briefe über die Jahre der Illegalität im Konzentrationslager und eben danach und so wie du auch sagst, Briefe mit Weggefährten, beziehungsweise sie war ja Blockälteste in Ravensbrück, also mit ehemaligen Mithäftlingen. Wenn man sich das jetzt alles anschaut, welche Briefe, fangen wir einmal bei der Illegalität an, wären hier sozusagen die Highlights, beziehungsweise was gibt aus diesen Briefen während der Jahre der Illegalität für dich ja so am besten irgendwie hervor? Was sind so die Kernelemente, die du darin siehst? Der Briefen der Illegalität sind also zwei Schwerpunkte für mich vorhanden. Das ist erstens einmal die ungeheure Solidarität der Leute untereinander. Also sie hat Briefe bekommen von den Gründerinnen der Frauenbewegung in der Sozialdemokratie, Adelheid Bomp, Therese Schlesinger, Leopoldine Glöckl, um ein paar Namen zu nennen. Auch sehr schön sind die Briefe von der Frieda Nödl, die ihr schrieb in den Briefen über die Ereignisse, während die Rosa im Gefängnis saß, also was sie da gespielt haben, da muss man sehr viel zwischen den Zeilen auch lesen. Ja? Diese ganzen Gemeinheiten der damaligen Austrofaschisten. Und ein Beispiel, da erzählt die Frieda Nödl, sie ist also mit der Leopoldine Glöckl als Allerheiligen ans Grab gegangen, das Otto Glöckl, der also kurz nach seiner Freilassung, also soll das dort verstorben ist,
Und da haben die also ein Bukett mit roten Rosen weggenommen, weil also diese ungeheuren Gemeinheiten, diese kleine Arbeiterbewegung sozusagen, ja. Und dann ist also in diesen Briefen eben also diese ungeheure Solidarität von den Menschen von außerhalb, die also Briefe schrieben, und es war ungeheuer wichtig, im Gefängnis Kontakt nach außen zu haben und diese Briefe zu bekommen. Also es ist auch in den Briefen, die Marie Emhardt ihr geschrieben hat, das sind 31 Briefe, die also zum Schönsten eigentlich in dem Buch für mich gehören, wo die Marie Emhardt von ihrer ganzen Geschichte erzählt, und auch so, wie man das im Gefängnis erlebt hat und wie man im Gefängnis gelitten hat. Zum Beispiel, also sie schreibt, also alle ihre Zähne sind kaputt, weil offensichtlich die Ernährung so schlecht war. Sie hat Rheuma, weil es immer kalt ist dort. Also das ist eine sehr, sehr schöne Geschichtserzählung auch. Schön nicht, aber ja, eine sehr, sehr gute Geschichtserzählung, wie die Zustände damals eben waren. Rosa Jochmann war in der Ersten Republik mit einer zweiten sehr wichtigen Person, mit Helle Altmann-Bosanecki befreundet, die ja dann nach 1945 zur KPÖ übergewechselt ist. Nein, hat sich nein, das, nein, ich glaube 38 oder 39. Also schon jedenfalls ja, dann nach 1945 bei der KPÖ gewesen ist und also auch eine führende Rolle in der KPÖ gespielt hat. Also 46, 47 hat der Kalte Krieg begonnen. Wie hat sich das Verhältnis, kann man das herauslesen, zwischen diesen beiden Persönlichkeiten, also zu einer ebenfalls aus dem KZ kommenden Person, wie auch Rosa Jochmann, die aber dann einen anderen politischen Weg gegangen ist, kann man da was herauslesen? Gibt es da Spannungen, gibt es da Brüche? Oder hat das überhaupt aufgehört zu existieren, die Freundschaft? Also ich weiß nicht, ob die Helena Bosanecki auch im KZ war. Das weiß ich jetzt nicht. Aber dieser Briefwechsel nach 45 war also ungeheuer amüsant. Also ich habe das ein bisschen mit den Worten umschrieben und konnten zusammen nicht kommen. Sie haben sich geschrieben, haben sich also weiterhin sehr geschätzt, aber sie haben sich eigentlich nie getroffen, weil sie hat beide in ihren Bereichen. Die Helena Bosanecki war ja die erste Frau, die überhaupt in einer Regierung in Österreich saß, also Staatssekretärin für die Volksernährung, glaube ich, 45 ein paar Monate. Und sie hat nicht Terminschwierigkeiten, aber die Rosa schrieb, also das ist nicht, weil du jetzt bei der KP bist, die Rosa hat da ein sehr, sehr entspanntes Verhältnis zur KP gehabt, zumindest eine Zeit lang. Es gab natürlich eine Auseinandersetzung, aber da waren auch vielleicht ein bisschen Beleidigkeiten. Also die Rosa, kann mich erinnern, hat in ihrem Brief geschrieben, ja, also wenn du nicht Staatssekretärin wärst, wäre ich natürlich zu dir gekommen, aber ich war ja weg so lange, du warst ja da. Also der ist fast ein bisschen amüsant, dieser Brief, aber schildert natürlich auch also den Kalten Krieg. Und auf der anderen Seite finden sich aber ganz hinten im Anhang auch ein Briefverkehr zwischen Hilde Koplenik und Rosa Jochmann, was dem Ganzen ja wieder fast widerspricht. Das kann man nicht so sehen. Die Rosa war, glaube ich, so, zumindest also in der unmittelbaren Nachkriegszeit, wäre hier eigentlich lieber eine Regierung gewesen der Arbeiterklasse. Also so zur ÖVP hatte sie schon ein etwas distanziertes Verhältnis aus ihren Erfahrungen nach 34. Wobei sie, das muss man auch immer dazu sagen, wie sie 1945 nach Hause, die Fahrt nach Hause organisiert hat, haben sie den Landeshauptmann von Niederösterreich, den Reiter, den Christlichsozialen, der nach dem Attentat auf Hitler auch ins KZ kam, haben sie mitgenommen. Und da entstanden schon Freundschaften, auch mit dem Wiegel zum Beispiel, der ja auch ein KZ-Ler war. Da hat mir die Rosa erzählt, das kommt leider nirgendwo in den Briefen vor, aber die Rosa hat mir erzählt, der Wiegel hat also 1945 in der Wahlreise nach Bischofshofen gekommen, wo die Marie Emhardt war. Und die Marie Emhardt hat also dort den Transparent über die Straße gespannt. Wir begrüßen Wiegel, aber wir wählen Schärf. Und der Wiegel hat gesagt, also das irgendwo imponiert ihm das und diese Person möchte kennenlernen, die dieses Transparent erfunden hat. Wobei man natürlich gerade zu den Personen Fiegel oder auch Reiter sagen muss, also vor allem Reiter, das war einer der wenigen Demokraten der Christlich-Sozialen in der Ersten Republik.
Eine andere Frage. Rosa Jochmann hat sehr viel gehalten sozusagen von dem späteren Bundespräsidenten Dr. Heinz Fischer, damals noch Klubobmann der SPÖ, und wie aus den Briefen hervorgeht, sozusagen die junge Hoffnung der SPÖ. Was siehst du aus diesem Korrespondenz mit Heinz Fischer? Das war eine recht intensive Korrespondenz. Also der es war an und für sich, habe ich im Nachlass also nur zwei Briefe des Heinz Fischer und zwei oder drei der Rosa Jochmann gefunden. Dieser Brief des Heinz Fischer, also der zweite von der Rosa Jochmann aus dem Jahr 72, war ein sehr, sehr langer und ein sehr, sehr wichtiger. Also einer der bedeutendsten Briefe, die in diesem Buch drinnen sind. Es gibt mehrere also in dieser Preisklasse. Aber in dem Brief schildert die Rosa sowohl also ihre KZ-Zeit wie auch den Kampf innerhalb der Partei. Die Rosa hat es ja nicht immer sehr leicht in der Partei. Es gibt ja auch Briefe mit dem Oskar Helmer, wo sich die also anständig gefetzt haben. Und in dem Brief von Heinz Fischer ist so wirklich ein wichtiges Stück Geschichte der Zweiten Republik, aber auch über ihre politische Tätigkeit vorhanden. Also so gut zusammengefasst habe ich das nirgendwo anders gefunden. Wobei man natürlich dazu sagen muss, ich weiß, jeder weiß, Oskar Helmer ist ein rechter Sozialdemokrat, der also den VDU sozusagen auf die Beine geholfen hat, also die Vorläuferorganisation der FPÖ. Du hast mir erst gesagt, du möchtest vielleicht, um ein bisschen einen Einblick in dieses Werk zu bekommen, ein paar Briefe, Auszüge aus ein paar Briefen, etwas vorlesen. Also gerne was machen. Bitte, bitte. Ja, dann fangen wir mal einen Auszug aus dem Brief mit Maria Emhardt, einer Sozialdemokratin, an. Bitte. Ja. Das ist die Maria Emhardt. Du hast ja auch, weil du blätterst so schön in dem Buch, was auch immer dazu geschrieben, was also auch die Briefe ja sehr wertvoll macht, eine Kurzbiografie der entsprechenden Personen, damit man sich das auch auskennt. Ja, also der Brief der Maria Emhardt ist vom 11. März 1936. Dazu muss man sagen, die Maria Emhardt war eine der beiden Hauptangeklagten im großen Sozialistenprozess 1936, nach 45 dann lange Zeit Nationalrätin, beziehungsweise sie war die erste Frau, die das Amt eines Vizebürgermeisters in Österreich eingenommen hat, und zwar Bischofshofen. Und in dem Brief vom 11. März 1936 schreibt die Maria Emhardt zu Rosa, die haben einen sehr intensiven Briefkontakt gehabt, waren zum Teil auch gemeinsam im Gefängnis. Und in dem Brief schreibt sie: Allerliebste Rosa, du beste aller Freundinnen, hast mir in der vergangenen Woche so viel Freude gemacht, dass ich dir dafür mit Worten gar nicht danken kann. Du hast mich dadurch von manchen abgelenkt, das weniger erfreulich ist. Du weißt ja, dass unser Versöhnungsversuch gescheitert ist. Dazu muss man sagen, die Maria Emhardt wurde von der austrofaschistischen Verwaltung gezwungen, sich von ihrem Mann, der Eisenbahner war, schälen zu lassen. Andererseits hat man ihm den Verlust seines Berufspostens angedroht und sie haben sich sozusagen getrennt. Und die Maria Emhardt wusste zwar, dass das nicht für ewig ist, aber sie hat trotzdem sehr gelitten darunter. Das kommt auch in späteren Briefen der Rosa Jochmann zum Ausdruck. Es war meine Formsache. Davon bin ich überzeugt, denn als ich sagen wollte, worin meine ganze Schuld besteht, erklärte der betreffende Beamte, das interessiere ihn nicht. Er wollte nur wissen, ob wir uns versöhnen wollen. Daraufhin ein lautes, entschiedenes Nein von Karl. Und was blieb mir dann übrig, als ebenso laut und stolz ebenfalls Nein zu sagen? Etwas Unangenehmes ist mir dabei passiert. Als ich unterschreiben musste, schrieb ich Emhardt Karl und musste es durchstreichen, weil ich doch nicht so heiße. Also das ist ist ein kleiner Ausschnitt aus diesem Brief, aber doch ein sehr bezeichnet. Also es ist ja bezeichnet, weil es ja eine erzwungene Trennung ist, damit also ihr Ehemann überhaupt den Beruf
behalten konnte. Also dazu muss man sagen, dass da, wie die dann draufgekommen sind, dass sich die zwar also scheiden haben lassen, aber trotzdem also zusammenleben, haben wir ihn dann zwangsversetzt nach Bischofshofen, okay, wo sie dann ihre politische Karriere gestartet hat. Aber mehr konnte man offensichtlich dann auch nicht tun, ja. Also die Rose Hochmann hat gleichsam mehrmals also geschrieben, er möge doch zurückkommen, also nach den Wahlen einen Sprung zu uns, hat sie geschrieben im 45er Jahr. Und dann gibt es einen sehr, sehr amüsanten Brief vom 22. Jänner 1946. Da schreibt die Rosa: Mein liebster Bruno, das sind immer nur Telegrammbriefe, die ich dir schicke, denn schon wieder muss der Brief fertig sein, weil die Genossen wieder heimfahren und auf die Post habe ich keinen Verlass. Die Rosa hat also die Briefe immer mitgegeben, Leuten, die aus Schweden kamen, um sie wirklich ankommen zu lassen. Es hat außerdem Zensur gegeben, also das waren verschiedene Gründe, weshalb sie diese Post so betrieben hat. Und dann schrieb sie weiter: Ich habe schon lange nicht so herzlich gelacht wie über deinen Brief. Über die ganze Art musste ich lachen, und nicht nur ich allein, sondern alle Genossinnen, denen ich von ihm erzählte, lachen mit mir. Du bist wirklich ein Schlankel. Wenn ich dir alles in der Welt glaube, so das doch nicht, dass dein Kind so ein Ravuzo ist. Ich denke eher, dass du uns überraschen willst, oder willst du es von mir hören, dass du immer als der schöne Bruno bei uns geheißen hast? Nein, das glaube ich nicht, denn so schaust du mir gar nicht aus. Als ich deinen Brief las, da fiel mir ein, dass, als meine Schwester ihren Buben bekommen hat, sie uns ganz begeistert fragte, ob er nicht das schönste Kind sei, das man je gesehen hat. Er war wirklich ein scheußliches Kind. Mein Schwager und ich waren zu Besuch im Entbindungsheim und wir hatten alle Mühe, ein wenig Bewunderung zu heucheln. Als wir rausgingen, sagte mein Schwager ganz zerknirscht zu mir: Erst, und der soll schön sein, der schaut doch aus wie ein Rauf, und ich bestreite ganz energisch, der Erzeuger zu sein. Aber tröste sie, dich, diese Scheusal ist heute eine Filmschönheit. Das heißt, er ist nicht beim Film, aber so schön ist er wirklich. Und ich bin in dieser Beziehung auf keinen Fall eine verblendete Tante. Mein Herz ist zu Tode erschrocken, als ich diesen Teil deines Briefes gelesen hatte, und ich will nur mit ganzem Herzen wünschen, dass du den Brief deiner Frau nicht hast lesen lassen, denn das wäre unverzeihlich. Teile mir im nächsten Brief also sofort mit, ob du dieses Verbrechen begangen hast. Ja, das ist schon sehr interessant. Und ich würde mal sagen, vielleicht zum Abschluss, du hast gesagt, also gerade der Briefverkehr zwischen Heinz Fischer, das waren zwar wenige Briefe, die erhalten sind, aber ein sehr langer, ein wichtiger Brief, wenn du vielleicht also aus diesem Briefwechsel mit dem damaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer zitierst. Ja, in diesem Brief an Heinz Fischer, er ist vom 4. Juni 1972. Da schreibt Rosa über verschiedene Themen, also wie ihr Abgang aus der Politik zustande gekommen ist. Das war weniger schön. Wann war der Abgang jetzt? Das war 1967. Ja. Sie hat damals also kandidiert noch einmal. Also eigentlich, weil ihr Bezirk Simmering wollte, dass sie noch einmal, sie wollte eh schon in Pension gehen, aber die wollten, dass sie noch einmal kandidiert. Zumindest so ein paar Jahre bleibt, und dann hat man ihr nahegelegt, warum sie das Mandat überhaupt annimmt und dass sie verzichten soll drauf. Und das hat sie sehr, sehr betroffen gemacht. Und sie schreibt, hat schon 1967 gab es also diese ersten Briefwechsel zum Thema, aber da hat sie gesagt, sie muss das alles erst verarbeiten, und hat ihm dann 5 Jahre später diesen sehr, sehr langen Brief geschrieben, der einer der wichtigsten ist, die vorhanden sind. Und in diesem Brief erzählt sie ihm eben auch über ihre politische Tätigkeit. Und da schreibt sie ihm: Du hast recht, lieber junger Freund, ich war 50 Jahre, als ich in Pension ging, genau 50 Jahre Funktionär der Partei, und ich hatte mich seit meinem 60. Lebensjahr innerlich darauf vorbereitet, dass ich mit 65 alles zurücklege. Ich konnte schon viele Jahre vorher nicht mehr so, wie ich hätte arbeiten sollen. Es wurde mir alles zu viel. Ich konnte nur mehr schwer sitzen, mein Rücken tat mir furchtbar weh, und ich wusste, dass meine Kraft nachlässt. Wie Genossin Moore und ich gearbeitet hatten, das weiß ich heute. Es musste sein, aber es war Raubbau an der Gesundheit. Hatten wir am Wochenende keine Verpflichtung, dann, auch bei herrlichem Sonnenschein, saßen wir in der Möbelstraße und gingen am Sonntag frühestens um 18 Uhr heim. Wir hatten nicht das Glück, geübte Mitarbeiterinnen zu haben, und ich hatte niemals den Mut, jemanden wegzugeben, wenn er nicht entsprach. Ich brachte es nicht zusammen,
Und so machen wir viele Arbeiten selbst. Als ich in Pension ging, hatte ich von jedem Jahr 3 Kalender aufgehoben. Einen für zu Hause, einen für die Tasche und einen im Büro. Es war eine ganze Bibliothek und so setzte ich mich hin und übertrug alles auf Blätter, damit ich die Kalender weggeben konnte. Und so habe ich festgestellt, dass ich in der Zeit nach 1945, und vorher war es nicht anders, leider hat die Gestapo mir meine Kalender weggenommen, im ganzen 70 Tage hatte, wo ich nichts, aber auch gar nichts getan hatte. Dann fuhr ich hierher in unser Häuschen, dann hatte ich hier die Maschine, so wie jetzt, und ich arbeitete jeden Tag. Ich konnte nicht anders, ich dachte, dass man dazu die Verpflichtung hat. Und was glaubst du, wie viele Menschen ich besucht habe, die sich wegen irgendeiner Sache an mich gewendet haben? Wegen Wohnungen, Strafnachlass, Kinderunterbringung, etc. Ja, das hatte ich getan, aber das bereue ich nicht, denn so habe ich mehr gelernt, als man aus allen Büchern der Welt lernen kann. Aber es war trotzdem falsch, denn alles, was ich mir im Lager versprochen hatte, Konzert, Theater, Museen besuchen, durch den Wald laufen, im Gras liegen, alle Bücher lesen, das alles, bis aufs Bücherlesen, blieb ein leeres Versprechen. Ich hatte keine Zeit dazu. Sind eigentlich Teile dieser Kalender noch erhalten? Die Kalender sind nicht erhalten, aber sie hat eben auf diese Blätter, da hat sie so einen Auszug gemacht über ihre Termine. Da kann man sehr, sehr viel Interessantes rauslesen. Zum Beispiel, es war ja im Jahr 1934, haben sie da im Hörndlwald, wie sie in Kärl ist das, haben sie eine Versammlung gehabt, die von der Heimwehr, glaube ich, also gestürmt wurde, da gab es 2 Tote. Und diese Versammlung, das war zur Erinnerung an den Justizpalastbrand von 1927, haben sie im Jahr 1946 zu Ende geführt. Also das ist zum Beispiel erhalten. Also sonst, es sind eigentlich nur hauptsächlich Termine, aber zu ein paar Dingen. Also zum Beispiel, wie der Bundespräsident Scherf gestorben ist, und da waren alle wichtigen Politiker der Partei, waren im Ausland damals, und sie ist dann also da beordert worden, sie war stellvertretende Parteivorsitzende, zur Familie zu gehen, und da schreibt sie, sie ist da also gar nicht sehr gnädig empfangen worden. Also das sind so Kurznotizen, aber... Ja. Also da gibt es einen Briefwechsel mit dem Innenminister Oskar Helmer, mit dem Rosa Jochmann 1945 sehr eng zusammengearbeitet hat, weil sie 1945 Kandidatin für den Nationalrat in Niederösterreich war. Mhm. Nur Helmer hat hier schon 1945 gesagt, aber gell, Rosa, ob er den Wahlveranstaltung erzählt nichts vom Lager, weil das wollte die Leute nicht hören. Und da gab es natürlich, die Rosa hatte ihren Lagergenossinnen versprochen, also zu erinnern, solange sie lebt. Mhm. Da gab es also schon Auseinandersetzungen und die haben sich sehr aufgeschaukelt. Und im Jahr 1956 gab es eine Veranstaltung der Freiheitskämpfer der Sozialistischen. Und da haben sie also auch alle Politiker eingeladen und Helmer hat sich entschuldigt, weil er hätte keine Zeit dazu. Und da hat die Rosa dann am 2. Juni einen sehr deutlichen Brief geschrieben. 2. Juni 1956, lieber Genosse Helmer, diesen Brief schreibe ich dir selbst, ohne ihn zu diktieren, weil es sozusagen ein privater Brief ist. Er ist die Antwort auf dein Schreiben vom 26. April. Soweit man in einem Brief eine solche Sache behandeln kann, will ich den Versuch unternehmen, in der Hoffnung, dass er mit dazu beiträgt, die Dinge zu klären und sie noch mehr zu verwirren. Ich gehöre zu jenen Menschen, die lieber über Probleme reden, weil dies fruchtbarer ist. Aber da in unserer Partei keiner Zeit hat und es nur ganz wenige Menschen gibt, die dem anderen zuhören können, so muss ich wohl diesen Weg wählen. Sei mir nicht böse, wenn ich dir ehrlich sage, dass auch du zu jenen zählst, die solchen Menschen, wie ich einer bin, nicht zuhören können. Aber du bist hier keine Ausnahme, denn ich weiß fast keinen Genossen, der diese Gabe besitzt. Ich vermisse es in unserer Partei, dass man niemals über verschiedene Probleme reden kann und sehe hier mit Bedauern eine Veränderung, die es vor 1934 nicht gegeben hat. Ich erinnere mich daran, dass Otto Bauer zuhören konnte und dass wir die Möglichkeit hatten, mit unseren Sorgen zu ihm zu kommen. Heute kann man das nicht. Und jeder wird unwillig, wenn es einer wagt, der nicht zu den Gescheiten gehört, einmal das Wort zu ergreifen. Das bedauere ich sehr, denn dadurch werden wir zu automatischen Ja-Sagern und das dient unserer Partei nicht. Ich hoffe, dass du weißt, dass mir die Partei alles, aber wirklich alles ist.
Ich habe sonst nichts und ich betrachte alle Dinge, auch die scheinbar persönlichsten, vom Standpunkt der Partei aus. Ich kann es gar nicht anders mehr denken, sondern alles hat das Vorzeichen, ob es der Partei dienen oder schaden wird. Nur wenn ich ganz ehrlich sein kann, hat ein solcher Brief einen Sinn. Kann ich das nicht, ist es schade um die Zeit. Und damit bin ich am Beginn deines Schreibens. Es stimmt nämlich nicht, dass du keine Zeit hattest, um den Widerstandskämpfern guten Tag zu sagen, bei irgendeiner Gelegenheit. Das stimmt nicht. Für dich und für keinen der Genossen, die sich entschuldigt haben. Jeder unserer Genossen hätte die eine Stunde Zeit gehabt, aber es erschien den meisten klüger, nicht hinzugehen. Oder aber, und das glaube ich bei dir ganz bestimmt, unsere Arbeit erscheint ihnen nicht nur überflüssig, sondern geradezu eine Störung. Und es wäre dir und vielen lieber, wenn wir unseren Bund und damit unsere Arbeit auflösen würden. Ja, vielen Dank. Vielleicht noch ein Hinweis. Es gibt ja im Oktober auch eine Buchpräsentation im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes. Wann ist die? Am 15. Oktober. Am 15. Oktober, zu der wir alle natürlich auch herzlich einladen. Und das Buch ist im Verlag des ÖGB erschienen und wir wünschen dir viel Erfolg mit dem Buch. Danke fürs Kommen. Dankeschön.